Rukaya! Mutter, Bakshibano, seid gegrüßt. Wie geht es, Matab? Was soll ich euch sagen, Mutter? Ich wollte, dass eure Mutter auch hier ist. Ich hätte nicht gedacht, dass ihr so schnell hier seid, Mutter. Ich habe eine Nachricht erhalten, dass Joda entführt worden ist. Und dass es Matab schlecht geht. Danach habe ich erfahren, dass hinter all dem Sharifuddin steckt. Ich habe es nicht ausgehalten und kam hierher. Möge der allmächtige Sharifuddin bestrafen. Was habt ihr ihr bloß angetan? Matab, Matab, öffne die Augen. Schau mich an, Matab. Schau doch, deine Mutter ist hier. Mach die Augen auf. Komm zu dir, mein Kind. Ich klage nicht, dass du mich leiden lässt, aber warum muss dieses Kind leiden? Ich flehe dich an, heile sie so schnell wie möglich, Allmächtiger. Ich flehe dich an. Bitte sorge für sie. Verzweifelt nicht, Jalal. Wenn ihr die Hoffnung aufgebt, sorgt doch niemand für uns alle. Wer würde sich auf die Suche nach Joda machen? Und wer könnte diesen Unmensch Sharifuddin bestrafen? Ihr könnt mir glauben, Mutter. Wo immer er auch ist, ich werde ihn finden. Was Sharifuddin diesmal getan hat, ist wirklich unverzeihlich. Ich bereue es, dass ich ihn meine Schwester heiraten ließ. Er sagt, dass er Joda freilässt, wenn ich Bakshibano aushändige. Wie kann er nur glauben, dass ich darauf jemals eingehe? Warum habe ich ihn nur nicht schon viel früher bestraft? Mein Bruder. Ich bitte euch, mich Sharifuddin auszuliefern. Ich bin die Ehefrau dieses Teufels. Ich verdiene es, bestraft zu werden. Er hat einen skrupellosen Charakter. Er hat mich immer schlecht behandelt. Er hat seine eigene Tochter verletzt. Stellt euch vor, was er eurer Frau antun kann. Bruder, lasst mich an Sharifuddin aushändigen. Ich bitte euch. Ich kann die Schuldgefühle nicht länger ertragen. Was habe ich getan? Mein Bruder! Du bist nicht schuld daran. Ich bitte euch, lasst mich mit euch zu Sharifuddin gehen. Mach dir keine Sorgen. Dein Mann ist ein schlechter Mensch, aber ich bin nicht wie er. Ich habe versprochen, dass ich Joda befreien werde. Bitte vertrau mir. Ich habe meine Spione ausgesandt, sobald ich weiß, wo sich Sharifuddin aufhält. Kenne ich keine Gnade und er wird mir nicht entkommen. Und er wird bestraft. So hart, wie er es verdient. Majestät, wir haben fast den ganzen Wald durchsucht. Aber Sharifuddin haben wir noch nicht gefunden. Aber der schwierigste Teil fehlt noch. Das Innere des Waldes. Wir müssen alles genau durchsuchen. Morgen früh setzen wir noch 100 zusätzliche Soldaten ein. Dann dringen wir vorsichtig in das Innere des Waldes vor. Bitte bereitet alles gut vor, Raja Birbal und Abul Fazal. Ja, Majestät. Danke, geht jetzt. Auf Wiedersehen. Großer Gott! Steh mir bei und zeig mir den Weg! Meine große Liebe ist in Gefahr, nimm sie mir nicht weg und hab Mitleid! Hab Mitleid! Allmächtiger, hab doch Erbarmen! Warum kommst du nicht? Kannst du mir nicht den Weg zeigen? Wo bist du? Als du da warst, habe ich nicht um Hilfe gebeten. Doch jetzt, da ich dich brauche, da verschwindest du. Warum hilfst du mir jetzt nicht? Warum kommst du nicht? Thank you.
Was machst du hier? Majestät, ich habe euch etwas mitzuteilen. Ruh dich aus und trink zuerst etwas. Bringt Wasser hierher! Bringt Wasser! Majestät! Majestät! Hier, trink etwas. Und jetzt sag, was gibt es? Majestät, ich habe die Mutter des Zeitalters gesehen. Ich weiß, wo Sharifuddin sie gefangen hält. Sag mir bitte wo. Sorgt für sie. Ich danke dir. Sharifuddin, jetzt kann euch niemand mehr retten. Ich komme und werde euch vernichten! Gebt mir Wasser. Hoheit, ich bin Raj Singh. Was hast du mir zu sagen? Ich bin froh, euch hier zu sehen. Ich habe schlechte Neuigkeiten. Königin Jodha ist nicht mehr in Manikpur. Sharifuddin hat sie weggebracht. Was? Ist alles vorbereitet? Ja, Majestät, wir erwarten euren Befehl aufzubrechen. Dein Vater hat mir einst einen Gefallen getan. Jetzt werde ich es zurückgeben. Ich verspreche dir, dass ich dir den größten Wunsch deines Lebens erfüllen werde. Ich habe nur meine Pflicht als Dienstmagd getan, Majestät. Ich möchte, dass die Mutter des Zeitalters heil zurückkehrt. Abul Fazal sorgt dafür, dass sie nach Agra zurückkehren kann. Schickt auch meine Mutter, Königin Rukaya, Bakshi Banu und Mahatab sicher nach Agra zurück. Ja, Majestät. Nein, Bruder. Ich möchte mit euch gehen. Nein, Bakshi. Du wirst mit Mahatab zurückgehen. Aber... Ich verabschiede mich von euch. Lasst uns jetzt gehen. Majestät. Hier sind überall Wachen aufgestellt. Sharifuddin hält Jodha bestimmt hier gefangen. Anarkali hat uns von diesem Ort erzählt. Und? Sollen wir sie angreifen, Majestät? Nein. Wir müssen äußerst vorsichtig vorgehen. Sie ahnen nicht, dass wir hier sind. Das nutzen wir aus. Andernfalls könnte Jodhas Leben in Gefahr sein. Wir greifen die Soldaten am Boden an und unsere Bogenschützen... Die Wachen auf den Bäumen. Wartet auf mein Zeichen, dann greifen wir gleichzeitig an. Damit stiften wir auf ihrer Seite Verwirrung. Damit rechnen sie nicht. Und denkt daran. Wir dürfen Jodhas Leben auf keinen Fall gefährden. Ja, Majestät. Geht jetzt in Position. Lasst uns ausruhen. Wir sind alle sehr müde. Wir machen hier eine Pause. Wie ihr wünscht, Eure Hoheit. Geh und sag Bakshi Banu, ich möchte sie gerne sehen. Ja, Hoheit. Ihre Hoheit befiehlt, dass Bakshi Banu sich hier einfindet. Ich bitte um Verzeihung, Hoheit. Bakshi Banu befindet sich nicht in dieser Sempel. Was? Ich habe ihr gesagt, sie soll in dieser Sänfte reisen. Eure Hoheit, sie ist leider nicht hier. Soldaten, sucht sofort nach Bakshi Banu. Wo kann sie nur sein? Weiß es jemand? Verzeih mir bitte, Mutter. Dass ich mich fortgeschlichen habe. Aber Jodha darf kein Leid zustoßen. Das könnte ich mir niemals verzeihen.
Ich werde mich Sharifuddin ausliefern. Joda ist dann in Sicherheit. Majestät, weiter, gehen wir. Joda! Joda! Königin Joda ist nicht hier. Vermutlich hat Sharifuddin uns bemerkt und Königin Joda von hier weggebracht. Bringt mir einen Gefangenen. Wir werden ihn fragen. Sag mir, wo Sharifuddin ist, oder ich schlage dir den Kopf ab. Sag es mir! Ich sage es euch. Tu es nicht! Oh nein. Sharifuddin! Wo versteckt er sich bloß? Macht euch keine Sorgen, Majestät. Ich verspreche euch, dass wir eure Frau finden werden. Wir waren doch schon fast am Ziel. Was verlangen die Götter denn nur von mir? Majestät. Das ist die Zeichnung eines Tempels. Das heißt, Joda will uns mit dieser Zeichnung auf etwas hinweisen. Diesen Tempel kenne ich doch. Das ist der Tempel der Göttin Amba in Amlari. Bist du ganz sicher, dass du ihn kennst? Ja, Majestät, ich habe ihn oft besucht. Und kannst du uns dorthin führen? Sicher. Bitte hilf seiner Majestät. Hilf ihm, mich so bald wie möglich zu finden. Na los. Ihr könnt Joda jetzt losbinden. Heute wird mein Wunsch endlich in Erfüllung gehen. Wagt es nicht, mich anzufassen, Sharifuddin! Ich warne euch! Jetzt kann ich endlich machen,
was mir immer verboten war wegen Jalal und euch. Doch jetzt bin ich an der Reihe. Ich ließ mir sehr lange Zeit. Aber jetzt kann ich nicht noch länger warten. Jetzt kann ich mir nehmen, was ich will. So ist es gut. Und jetzt komm endlich zu mir. Es ist bewundernswert, wie ihr versucht, euch zu wehren, Joda. Hört auf! Jetzt kann euch keiner mehr retten. Jetzt werdet ihr euch mir unterwerfen. Konntet ihr glauben, Charifuddin, dass ich euch, nachdem ihr Königin Joda so grausam misshandelt habt, verschonen würde? Sei unbesorgt. Ich bin bei dir. Ich freue mich, dass ihr da seid, Jalal. Wir beide haben noch eine Rechnung offen. Die können wir jetzt begleichen. Soldaten! War ein Fehler von euch, hierher zu kommen, Jalal. Von hier gibt es für euch keinen Ausweg. Jetzt hab ich euch in meiner Hand. Nun habt ihr euer eigenes Todesurteil unterzeichnet. Tötet ihn! Soldaten sind nicht wie die Jalal, die mit euch das Fechten trainieren. Das sind meine Kämpfer. Sie haben es auf euer Leben abgesehen. Heute werdet ihr mir nicht entkommen, Jalal. Zu allen Seiten auf! Lasst niemanden entfliehen! Wo wollt ihr hin, Charifuddin? Wir haben doch noch eine Rechnung zu begleichen! Ihr habt es gewagt, Joda mit diesen Händen zu berühren, nicht wahr, Charifuddin? Jetzt haben eure Hände ausgedient. Ihr habt euch nicht einmal geschämt, eure eigene Tochter Mahatta grausam zu misshandeln. Bringt mir ein Seil. Ja, Majestät. Joda, bitte. Ich lasse euch hier liegen, Charifuddin. Ihr habt es nicht anders verdient. Glaubt nicht, dass euch jemand findet. Ihr könnt sicher sein, euch erwartet hier ein grausamer Tod.
Wie geht es dir? Ihr kam gerade noch rechtzeitig, Majestät. Gott sei Dank. Ich bitte um Verzeihung, Majestät, dafür, dass ich den Hausarrest missachtet habe. Ich habe euch um Verzeihung zu bitten. Ich habe euch missverstanden. Rob Singh hat mir alles erklärt, aber ich konnte ihn leider nicht retten. Bitte verzeiht mir.